Diese Episode hätte man eigentlich Wer hasst Goku mehr? Wer hasst Goku am meisten nennen können? Weil das ist es eigentlich, um was es in der Episode geht. Goku wird von allen gehasst, angefangen gehasst zu werden und als der Bösewicht schlechthin dargestellt. Wo ich sofort, vor allem am Ende mit Toppo, an Goku Black denken musste. Ist Goku jetzt der neue Goku Black? Ich habe das eigentlich nicht erwartet, weil in der letzten Folge wurde ja eigentlich klargemacht, dass Senno es sowieso schon vorhatte, die Universen auszulöschen, nur damit gewartet hätte, wenn Goku nicht gekommen wäre. Jetzt geht bei Gaamo aber her und stellt Goku als den Bösewicht dar und sagt, hättest du nicht den Wunsch gehabt, hätten wir alle leben können. Du bist ein Idiot. Und deshalb müssen wir dich alle hassen und wir müssen dich vernichten. Was zum Teil irgendwie zum Erwarten war, dass die Reaktion kommt. Weil wenn die Universen erfahren, wir werden alle ausgelöscht, selbst wenn Goku nichts dafür kann, war er einfach der Nächstbeste, dem man hat die Schuld zuschieben können. Und ja, er ist nicht ganz unschuldig. Und er schafft es aber auch durch seine Reden am Anfang der Episode, eben all die anderen Universen ebenfalls gegen Goku zu stellen. Die sich dann noch fragen, wer ist das denn überhaupt und ob er nun sagt, weder Senno noch der Daishinkan was gegen seine lockere Art und wie er mit Senno spricht, das geht doch gar nicht, wie kann er nur und wir sollten alle gegen ihn sein. Wo eben dann auch gleich die Universen, die nicht ausgelöscht werden, sagen, ja schaut, wir sind viel besser, wir werden nicht ausgelöscht. Haha. Der Kampf mit Gaamo und Goku war eigentlich relativ kurz. Persönlich, ich hätte damit gerechnet, dass der Kampf 2 Folgen geht. Einfach weil es ist Goku, er ist der Hauptcharakter, er bekommt meistens die meiste Screentime. Also hätte doch da der Fall sein sollen. Somit war ich dann ziemlich überrascht, dass der Kampf nach einer Folge zu Ende war. Aber im Endeffekt geht der Kampf ja weiter, weil gegen Ende hat sich Toppo ja auf den Ring gestellt und gesagt, Goku, ich will gegen dich kämpfen, denn wenn du wirklich böse bist, kannst du gegen mich nicht gewinnen, dann hast du keine Chance. Und was ich mich ebenfalls gefragt habe in der Episode, warum kämpft Goku gegen Gaamo am Anfang in seiner Base-Form? Er hätte das Ganze ja gleich von Anfang an beenden können, denn Gaamo hat Senua ja gebeten, dass wenn er gegen Goku gewinnt, dass Senno die Regel, dass Universen ausgelöscht werden, aufhebt. Und Senno hat übereingestimmt und meinte, ja, können wir machen. Aber wahrscheinlich ist es einfach Gokus Natur, zuerst mit seinen Gegner auszutesten. Und nicht einfach sofort mit einem Schlag alles zu beenden. Hab mich aber trotzdem etwas gewundert. Und auch sein Anzug, sein Gi, sieht anders aus. Also wie davor. Ich glaube schon seit mehreren Episoden. Weil er hat nicht mehr das Zeichen von Whis oben, was er vorher hatte. Und er trägt doch wieder ein T-Shirt drunter, was er davor ebenfalls nicht hatte. Oder war das nur in der Freezer-Arc? In der Resurrection of F-Arc? Was ich mich ebenfalls gefragt habe, wäre es eigentlich möglich, mit Super Saiyan God Super Saiyan, also mit Super Saiyan Blue, in SS3-Form, in Super Saiyan 3-Form zu gehen? Weil das Problem mit, das ist reine Spekulation, weil ich weiß, dass Toriyama ja gesagt hat, dass Goku und Vegeta eigentlich daran arbeiten, ihre Base-Form und Super Saiyan 1-Form zu verbessern, zu verstärken. Aber das Problem mit Super Saiyan 3 war ja eigentlich, dass es zu viel Energie wegnimmt. Und Goku es im Nachleben, im Jenseits, halten konnte, weil dort nicht wirklich die Energie weggezogen wurde. Aber jetzt mit Super Saiyan Blue kann er die Ki in sich halten und beruhigen. Aus dem Grund funktioniert auch die Kaioken, einiges besser, einiges stärker, mit Super Saiyan Blue, mit der er dann ja auch bei Gaamo fertig gemacht hat. Weil er seine Ki in sich halten kann. Also ich würde echt gerne mal Super Saiyan 3 Blue sehen. Ich glaube es nicht, dass passiert, aber es sollte eigentlich möglich sein. Nach dem Kampf mit Gaamo, der um einige schneller vorbei war, als ich gedacht hatte, erklärte der Shinkan dann noch die Regeln. Nämlich das, was wir eh schon wussten, dass das Turnier der Kraft in der Welt des Nichts stattfindet. Und was ebenfalls bei den Turnieren auf der Erde der Fall war, wie auch in dem Tournament, dass derjenige verliert, der vom Ring gestoßen wird. Und wenn es zusammenbricht, und das ist neu, und das hat Goku auch gefragt, was dann passiert, dann muss man ihn einfach nehmen und vom Ring werfen. Bedeutet das denn gleichzeitig,
dass das Runterwerfen das Auslöschen bedeutet, weil es ist ja die Welt des Nichts. Somit ist da unten ja dann eigentlich nichts. Ist das dann gleichzeitig Auslöschen? Ich bin schon gespannt. Die weiteren Regeln sind, es sind keine Waffen erlaubt, also auch keine Sensoboren, auch keine Power-Ups in dem Sinne, weil Heilung ist ja keine Waffe in dem Sinne. Töten ist ebenfalls nicht erlaubt. Das übernimmt Senua am Ende. Fliegen funktioniert in der Welt nicht. Weiters erklärt der Shinkan, dass das Zeitlimit 100 Tacke ist. Und Whis erklärt, dass das ungefähr 48 Minuten sind. Und er das aber als etwas lange sieht. 48 Minuten ist in Dragon Ball Folgen nicht so lange. Also jetzt in Anime Folgen nicht so lange. Eine Folge dauert ungefähr 20 Minuten. Werden die das dann wie bei Freezer 5 Minuten auf 50 Folgen auslagern? Wäre ein bisschen viel, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Folgen insgesamt daraus werden. Und der Schinken erklärt zum Schluss dann auch noch, dass alle auf einmal kämpfen. Alle Krieger von allen Universen kämpfen auf einmal im Ring. Und wer nach dem Zeitablauf noch die meisten Krieger hat, das Universum hat gewonnen. Beziehungsweise, wenn nur noch ein Krieger übrig ist, hat das Universum gewonnen, dessen Krieger noch steht. Danke fürs Anschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.